Hast du noch einen, du? Ein Linder? Ja. Nee. Ach, jetzt soll man was sagen, du? So, ja, so wer du bist, so sag doch mal. Ja, dann, er ist Fiete. Ja, und er ist Schiede. Nee, bist du nicht Fiete? Nee, verwechsel das immer so. Er ist Fiete, ich bin Schiede, du. Wir sind siamesische Zwillinge im Geiste, ne? Genau. Verwechselt man das öfter. Vorgestern erst getrennt worden. Ja. Aber wir sind aus der Mien. Ja. Ich bin Halbtags-Numismatiker. Und ich auf 1-Euro-Basis. Genau. Und ich bin Heringsschmuggler. Ja. Oh, das sagt das doch nicht deine Kamera, du. Wer will das zeigen? Ja, und er steuerbefreiten Hering von den Färöerinseln, du. Ja. Dann macht er seinen kleinen Schein mit. Genau, so, ne? Und Bonus, jetzt ganz frisch, ja, und so Strömling. Und das sind seine Jungs da. Ja. Hallo, Jungs! Habt ihr die Ladung mit? Ja. Und ansonsten so, man sieht viele Leute, die man tanzen. Das ist unglaublich so. Das ist auch immer ständig Musik. Das ist auch wie ein riesen Festival hier eigentlich. Genau, ne? So. Sommer der Liebe so. Genau. Und bunte viele Panzer. Ja, Panzer und auch so grüne Panzer und so Wasserwerfer und so. Ganz viele Vermummte auch so. Du, aber ich habe auch viele gesehen, die schütteln einfach nur den Kopf, ne? Ja. Das, ich meine, das ist auch das, was Rostocker am besten kann, Kopf schütteln. Genau, weitergehen oder so. Ja, ne? Und immer so, oh. Ja, wo soll das so enden, und dann wirst du, und das, ich meine, ist das schön so. Man kann ja auch für einen Bruchteil, weiß man mal, wie das so damals in Nordirland gewesen ist und so. Wenn du nicht mehr in Penny reinkommst, so. Ja, warum nicht? Ja, nee, darum nicht und so, ne? Nee, du siehst komisch aus. Du. Ja, du. Und selbst die Müllleute haben sie vorher nicht durchgelassen. Ja, so, beim ne? Amtsgericht, Skandal, da rauchende Polizisten und der Müll bleibt liegen, du. Ja. Was soll denn das? Und da halten sich ja mit ihren kahle rasierten Kumpeln und so. Alles auch alles fragwürdig, ne? Ja. So. Hast du mitbekommen, dass die Greifswalder Richter haben gesagt so, ja, demonstrieren dürft ihr da vom Flughafen mit 50 Leuten. 50 Leute. Ja, da frage ich mich so, wie macht man das eigentlich so? Müssen die da irgendwie wieder lose gezogen und wie kommen die hin? Also die Polizei muss ja abzählen, dass es wirklich nur 50 Leute sind, die da hinkommen. Ja, da gibt's Lotterie, da kannst du gleich noch ein bisschen Geld mit einnehmen und so. Wirst nochmal erkennungsdienstlich behandelt und so. Ja. Und das ist ja auch das Ding so, ne, das mit Vermummungsverbot. Ich meine, du wirst die ganze Zeit gefilmt und so von den Leuten und erscheinst dann in irgendwelchen Dateien und so. Ja. Also ich würde mich auch mal ein bisschen so unkenntlicher machen so, ne? Ja. Da kann man auch so einen Deal machen, okay, wir hören mit der Vermummung auf, wenn ihr uns nicht filmt. Genau. Und auf die vernünftigen Fragen stellt da keiner. Ja. Das ist eine Unvernunft auf beiden Seiten und wie der eine aussieht, ne, in schwarz, so heißt der andere in grün, sag genau, ich mal so. Genau. Ja, da gehen wir mal rüber. So. Ja, so, das ist ja. Für eine gute Idee. Man kann er Erkenntnisse beflügeln. Ja, so. Dann lassen wir mal los. Okay. Ja. Mecklenburg-Vorpommern wird immer attraktiver. Es lebe Aufschwung aus! Die Hansa-Hooligans gehen demonstrieren so. Die haben das waren auch die einzigen Rostocker, die ich ja gesehen habe. So. Ja. Die haben noch eine Rechnung offen mit der Polizei. Ja. Und ansonsten so, also von den Leuten, die ich kenne, so, der eine oder andere geht los. So. Aber das ist ja das Problem, ne? Das ist ja das, was viele auch sagt, so, wenn da so ein Wasserwerfer steht so, und zwei Reihe ich da die Polizisten und dann haben wir immer noch die Bilder vom Samstag im Kopf, so, da will doch keiner mehr aus der Tür gehen. Nee. Also, ne, da macht man sich da Angst um die schönen Pflastersteine. Das ist hier alles aufwendig gepflastert worden. Ne? Und wenn da was fehlt, so, das ist doch Schiede. Nee. Genau, fällt es dann da hin oder so, ist ein Loch und so, da verspürt man auch viele Sympathien, ne? Ja, das stimmt. Ja. Aber interessiert, ich sag mal, die Rostocker sind auf jeden Fall interessiert. So, hast du noch eine Frage oder wollen wir erstmal weitergehen? Du? Gehen wir mal weiter. Wir zeigen mal die Ente. Ja. Du weißt nicht. Du hast hier die Ente entdeckt. Ja, so, das ist so die menschliche Seite des Protestes. So, ja. Und von der Ente ist nie was so. Nee. Das ist auch so, es geht auch friedlich zu. Ja. Das sind Kleingeschichten so. Nee. Und die Leuten wird irgendwie so, da wird immer so ein Bild konstruiert von irgendwas, das gar nicht so stimmt. Eigentlich ist es die ganze Zeit friedlich hier. Ja. So, guck dir an, die Kollegen, die trinken hier Kaffee und so. Der brütende Beweis. Brauchen dafür. Eine da. Das ist die friedliche Seite hier. Ja. Nee? Das ist die friedliche Seite in Rostock. Und dann wird gewartet, bis wieder hier irgendwo eine Zigarette angeht und es qualmt. Ja. Das sind die ausländischen Kollegen. Du guck mal, der hält die Zeitung falsch rum. So, mit der lateinischen Schrift auch nicht so vertraut. So. Ja. Aber du zeig doch nochmal die Ente, du. Das so, ist schön. So. Wenn das nach Spiegel Online gehen würde, dann wäre schon lange der Kopf ab und dann würde eine Blutlache liegen. Ne? Hat die Ente schon einen Namen? Hört er nicht, er ist sauer. Er ist sauer, du. Ja. Dass wir hier die Ente stören. Ja. Ach, schön. So, jetzt reicht's aber auch so. Ja, lassen wir es mal wieder in Ruhe. Ne? Schade, dass der Gipfel nicht in Anklang ist. Heute ist gerade Pressekonferenz. Dann hätten die da endlich Glück. Das sind Könige auf jeden Fall. Ja, das Glück hält sich im Osten. Oh, hier war das Video, du. Ja, hier ist es gewesen. Hier ist es gewesen. Ja. Da drüben ist wahrscheinlich der berühmteste Brandfleck der Welt im Augenblick so. Genau. Da hat er gebrannt, Auto mit Dresdner Kennzeichen. Und was das große Glück war für den, warte, das verschweigen uns die meisten auch. Er hatte nämlich ein Knöllchen. Er hat ein Knöllchen hinter dem Scheibenwischer. Nun muss er gar nicht bezahlen, auf dem ersten Foto sieht man es noch, dass das Knöllchen hat. Und hoffentlich stellt uns die Stadt noch eine Rechnung, du. Du, das ist ein Ding, du. Er muss doch eine Quittung geben. Lass doch mal gucken. Komm, geh mal rüber, du. So, das ist auch gut klar.
Oh, hat aber Hansa aufgesetzt. Genau. Wahrscheinlich war einer so auf der. Aber die Kogge hat wieder auf. Ach, schön. Wird ja. Alles normalisiert sich wieder. Alles wieder normal. Du, ne? So. Ja. Oder vielleicht wird auch noch bewacht hier von der Hansestadt, dass hier keiner sauber macht. Ja. Ja, du. Da. Hier hat er gestanden. Hier hat er gestanden. Hier hat er gestanden. Da sieht man auch noch hier hinten, so als Botaniker. Ne? Da kann man hier ungefähr so die Hitze ein bisschen ablesen. Oha. Ne? Da ist noch hier so alles schon ein bisschen eingedröcht. Ja. Und so, ne? An den Busch hat ja keiner gedacht. Hier. So, ne? Alle reden hier über verletzte Polizisten und Demonstranten, ne? Aber so. Das hat wieder keiner wahrgenommen. Hier stand das Auto, hier hat es gebrannt, hier ging's los. Ja. Und ob die nur eine Nagelbettentzündung hatten so, oder eine Backpfeife gekriegt haben, so 1000 Verletzte. 1000 Verletzte und 500 verletzte Polizisten so. Ja. Na, früher hieß das ja der Heimatschuss, ne? Ja. So, wenn man nach Hause wollte, so, sprühst mal einen Wind mit einem Reizgas, so schon, komm zurück und schon bist du weg. So. So ein bisschen Augen irritiert, so zack, bisschen Verletzte. Ja. Ne? Oder, aber das schlüsselt ja auch keiner auf, ne? Die lassen die Zahl einfach so stehen. Ja. Alle Polizisten sind fuchtig, weil die immer hören so, oh, 400, 500 Verletzte so. Oh, von unseren Jungs so, von unseren jetzt Jungs haben wir so. Auch nicht rein. Genau, jetzt sind wir richtig sauer. Aber ich habe immer das Gefühl, so viele Polizisten machen die gar nicht an dem Tag, du. Wirklich? Da müssen sich alle verletzt haben, die hier waren, du. Oder vielleicht in den Seitengassen haben die auch noch ein bisschen sich selber gereizt mit dem Spray und so. Wie sogar, ja, der Heimatschuss, psch. Ja. Ja, und gestern gab es ja auch 50 verletzte Polizisten. Und da habe ich mal in der Pressemitteilung von der Krawalla nachgeguckt. Was stand da drin? Ja, 50 in ihrer Gesundheit beeinträchtigt. Durch die Rauchbombe. Weil eine Rauchbombe gezündet wurde. Ja. Und da sagen die jetzt schon, das sind Verletzte, du. Ja. Die haben sich einfach überlegt, so, wir sagen einfach, jeden Tag kommen 100 Verletzte dazu. Und dann sagt der Schäuble nachher so am letzten Tag so, gewalttätig, heute können die Gummigeschosse einsetzen. Genau, das kommt so. GSG 9 kommt auch mit Fangschuss gleich. Und ich, ein paar Krawallbrüder erschießen, alles Ruhe. Genau, ja. Da kriegt man ja. Genau. Ja. Das ist ja wirklich so, ne? Er schießt drei oder vier von denen so und dann ist Feierabend. Die Straße so. Von der Autobahn bis an die Ostsee ist frisch renoviert. Ja. Also, das ist natürlich ein erhebliches Verletzungspotenzial, so, ne, wenn man damit wirft. Ja. Und man trifft irgendwen, der keinen Helm auf hat oder nix, so, ne, dann ist natürlich Schiede. Dann ist Mist, ja. Sag mal. Das ist ja auch generell Mist, wenn die Leute die Schweine schmeißen. Aber ich frage mich auch immer, guck dir mal an, da sind überall immer so diese Flecken immer so gepflastert, du. Ja. Und wenn die immer sagen, oh, wir haben von den alten Platten nix, du, jetzt machen wir mal ein paar Wurfgeschosse in Kies. Und die sind auch handlicher als die dicken Platten, so, ne? Ja. Also, ich meine, du musst auch gucken, so zarte Frauenhände. Die haben auch eine 12-jährige Belgierin verhaftet, du. Stimmt, du. Für die ist ja mit den großen Platten noch gar nichts, so. Nee. Das ist eher so für die Kinderabteilung. Aber hier so einen kleinen Stein, du, kriegen die geworfen, ne? Ja. Mensch. Nee. Hey. Dass wir das noch mal erleben müssen. In der Stadt so mögen sind wir das, alle ne? Außer Rand und Band. Guck mal, ganz neuer Trend. Die Polizei kämpft gegen eine schwarze Wand. Das ist ja nur der Ort des Krawalls. Hier ist passiert. Oh, hier war die Tonne, du. Ja, hier ist was da. So. Oha. Und das haben sie auch in Glas hier. Genau, da sind so die Wurfgeschosse, du. Ja. Ne? Und hier hing ja auch gestern und vorgestern hing ja noch dieses Rostocker Dingens, ne? Da habe ich ja auch überlegt, so Rostocker, die verkauft total viel Pilz momentan. Ja, und vor allen Dingen auch die Wurfgeschosse, das waren was alles Rostocker Flaschen, ne? Ja. Hast du mal gesehen bei den, das ist eine bessere Werbung, kannst du gar nicht kriegen. Ja, genau, rein, und dann, wenn hier dieses Kaffee noch ist und mit der Rostocker Werbung genau. So. Aber lass uns mal reinsetzen, du, wir trinken mal noch ein Bier hier, ne? Und dann machen wir mal Feierabend. Ich weiß, das machen ja auch Fußballer, so, die kriegen ja Geld dafür, wenn sie mal in die Bahn, wenn sie sich ärgern und in die Bande treten, mit der Aufschrift von irgendeinem großen Konzern, so. Dann kriegen sie gleich Geld, so. Kriegen sie Geld dafür, weil dann die Aufmerksamkeit so ein bisschen... Guck mal, hier frische Spargel. Oh, schön mit Schnitzel. Oh, du, da essen wir eins. Ja. Mal gucken. Ach Mensch, auf historischen Bogen hier, wie gesagt. Vor drei Tagen brannte die Luft noch so, jetzt sind wir hier. Hoffentlich wirft keiner auf uns so. Ja, guck mal die Karte. Jungs, mach's gut, wir essen jetzt schön Spargel, ne? Weil gibt's ordentlich eine. Tinte auf dem Füller, so. Und ich geh mal schön nach Hause, so, ne? Fühlt man mal anders an. Und ihr zu Hause, ne? Abschalten. Ja, genau. Tschüssi. Tschüss.